Ich bin jetzt in Lombok angekommen und ich hätte nicht gedacht, dass das Zimmer so groß sein wird. Oh mein Gott. Ich bleibe jetzt auch wieder eine Woche auf Lombok und dann zurück nach Bali und da habe ich noch keinen Plan. Ich weiß, ich muss mein Visa verlängern. Boah, ist ja schön. Hallo. So, ich möchte meine Wäsche waschen. Die ist hier in meinem Rucksack drin. Niemand hat mir gesagt, dass ich Berge hochlaufen muss. Und ja, Google Maps sagt 17 Minuten. Ich muss mir einen Roller ausleihen. Das geht nicht so. Dafür ist aber die Aussicht schön. Da ist der Strand, wo ich wohne gerade. Okay, ich musste weniger laufen, weil da war Laundry Service und auch Motorbike Rental schon früher als das, was Google Maps mir gesagt hat. Dann habe ich das dort gemacht. Und jetzt habe ich ein Motorbike gerentet für 3 Tage. So, ich bin gerade mit dem Motorbike gefahren. Und Alter, schau mal, wie schön! Und es ist niemand da! Ich wollte eigentlich Videos hochladen, also Videos sind schon fertig, aber das Internet ist so kacke hier, dass ich manchmal mit meinem Handy was hochladen kann. Ich habe jetzt nicht wirklich Internet diese Woche hier auf Lombok, aber vielleicht ist es auch gut so und dann lade ich in einer Woche hoch, wenn ich wieder auf Bali bin. Das sind mal viele Palmen. Das sind echt viele Palmen. Die chillen hier einfach. So, ich habe gerade ein paar Fotos gemacht und jetzt gehe ich in einen Supermarkt, weil ich bald kein Bike mehr habe. Den habe ich jetzt noch für einen Tag länger gerentet. Ich habe gerade an den Strand gesetzt, weil ich das Buch weiterlesen wollte. Jetzt hat es aber angefangen zu regnen und ich hoffe einfach, dass es weiterzieht, weil ich wollte eigentlich den Sonnenuntergang angucken. Ich musste irgendwie voll an den Film The Impossible denken, weil ich bin ziemlich nah am Wasser, aber dieser Baum hier, dass man da hoch gehen kann, aber ich glaube, ich bin viel zu nah am Wasser, als dass es irgendwas bringen würde. Okay, jetzt sieht man es nochmal besser hier. Da oben könnte man gut chillen. Was heißt chillen? In der Ernstlage ist es nicht chillen. Und ich war heute in der Nähe vom Serengeti Beach oder sowas.
essen oder ich war sogar dort, aber halt nicht da, wo die meisten Touristen sind. Also, aber trotzdem, ich wurde während des Essens im Restaurant bestimmt 7-mal gefragt, ob ich irgendwas kaufen möchte. Und das hat so genervt. Deshalb, ich bin lieber hier bei solchen Beachen. Aber das Problem ist, dass man halt da auch nichts zum Essen kaufen kann, weil, wie man sieht, ist hier halt nichts. Also keine Restaurants und irgendwas anderes. Golden Hour! Ich fahre jetzt eine halbe Stunde mit dem Roller Richtung Norden und ich hoffe, es geht alles gut. Ich habe heute vor, auf die Insel Gilimeno zu gehen. Ich musste gerade einfach stoppen. Es sieht so schön aus. Wow. So, ich habe es geschafft auf Gilimeno. Ich habe auch die 30-minütige Bike Ride überlebt, zum Glück. Nice. So, ich habe mir jetzt diesen Strandabschnitt ausgesucht, weil hier ist niemand und ich triefe vor Schweiß. Und ich habe gerade eine Schildkröte im Wasser gesehen. Mega cool. Ich fahre jetzt zu einem anderen Strand. Hier ist wenigstens eine Straße. Ich musste gerade die ganze Zeit das Fahrrad durch den Sand schieben. Das war nicht so geil. Übrigens ist das Gilitral Kanawa oder Kanawa. Oh mein Gott. Da unten ist die Stadt. Da drüben, wo diese ganzen vielen Boote sind. Ich weiß gar nicht, ob man die hier sehen kann. Auf jeden Fall habe ich gedacht, da ist halt ein gutes Schnorchelspot oder so, dass man da halt gut irgendwelche Fische sehen kann. Aber da ist der Spot mit diesen Statuen. Ich habe versucht, Videos zu machen. Ich habe aber sehr gestruggelt, überhaupt selbst mich über Wasser zu halten. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Fische oder die Statuen überhaupt auf meinem Handy jetzt habe. Kann auch sein, dass es blurry ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal ausruhen. Das war schon echt anstrengend. So, ich hatte keinen Schnorchel, ich hatte nur meine Taucherbrille. Und musste auch hier aufpassen, dass ich mein Handy nicht verliere. Ganzen toten Korallen am Strand. Übrigens habe ich mein UV-Shirt fürs Schwimmen vergessen, deshalb bin ich mit meinem T-Shirt ins Wasser gegangen, weil ich habe echt keinen Bock auf Sonnenbrand. Ich hatte das einmal in Thailand, nie wieder will ich das. Das hat so weh getan. Und ich glaube, ich hatte nicht mal einen richtig krassen Sonnenbrand. Ich finde es ja toll, dass man hier auf dieser Insel keine Roller hat und keine Autos. Aber dafür benutzen sie Pferde und das geht auch gar nicht. Dann lieber Roller, ganz ehrlich. Man soll hier auf der Insel oder halt am Meer auch Meeresschildkröten sehen können. Ich weiß aber nicht, wo der Spot dafür ist. Oh, ich würde schon gerne Schildkröten sehen. Aber wahrscheinlich sind die überall auf der Insel, man muss halt Glück haben. Es gibt überall halt so Touren, die angeboten werden, wo dann steht, ja, 100% sehen sie eine Schildkröte und so. Das ist das, was ich meine. Wie können Touristen das tun? Wie viel wird hier wohl die Nacht kosten? Alter. Ich
die ganzen Palmen. Ich fahre mit dem Roller. Oh, Scheiße. Ich bin gerade auf dem Dach von meinem Resort. Dieser Ausblick ist so schön. Wollte ich an einen Strand, wo ich gestern lang gefahren bin. Da waren echt viele Strände, die richtig cool aussahen. Aber entweder habe ich keinen Weg dahin gefunden oder bei einem Strand waren richtig viele Locals. Also es war alles voller Locals und ich möchte eigentlich eher alleine sein. Deshalb bin ich jetzt wieder zu dem Strand gegangen, wo ich die ersten zwei Tage war. Wow! Und eigentlich hatte ich vor, schwimmen zu gehen, aber ich glaube, das ist lebensgefährlich hier. Also es sieht gar nicht so krass aus, die Wellen, aber es ist krass. Beach. Voll viele gehen surfen dort. Wenigstens habe ich hier ein bisschen Halloween-Feeling. Das hatte ich nämlich nicht. Und an Halloween selbst war gar nichts los. Der Hammer ist ein bisschen Halloween. So, da gehe ich heute hin. Hello, hello aus dem Park. Ich bin jetzt circa 2,5 Stunden ich habe jetzt circa 2,5 Stunden Waterslides gemacht und jetzt suche ich mir was zum Essen. Das Band hier ist für locker und das Band hier, da ist Geld drauf. Also damit kann man bezahlen. Ich glaube, das längste, was ich anstehen musste, waren 10 Minuten. Also es sind schon einiges an Leuten da, aber man muss nicht so lange anstehen. Das ist doch cool. Ja, ich habe jetzt gerade mein Handy aus dem Locker geholt, weil ich was zum Essen suche und mache es nachher wieder in meinen Locker rein. Also es gibt zwei größere Pools, einmal den hier und den anderen zeige ich gleich. Dann ist hier einmal dieser Lazy River. Haben wir hier einmal den Kinderbereich. Ah, da ist eine Karte. Ja, hier ist der Kinderbereich. Das ist eine der größeren Rutschen. Ich habe jetzt schon fast alle Rutschen gemacht. Auch, also, aber die ganz steile, die ist nicht auf, aber die hätte ich sowieso nicht gemacht. Aber so mittelsteil, die habe ich gemacht. Und dieser Lazy River, der ist überall. Der geht durch den ganzen Park. Hier kann man sehen, wie lange man warten muss. Okay, das längste sind 30 Minuten. Hier kann man checken, wie viel Geld man noch drauf hat. Ja.
Wir sind einmal die Rutschen hier. Die grüne hier, die ist irgendwie nicht auf, aber die ist richtig steil. Die da ist auch cool. Hier ist auch noch mal ein Pool, der ist ein bisschen größer. Genau, das ist der größere Pool. Diese kleinen Hütten hier kann man mieten. Und da ist auch ein Safe drin. Da vorne ist ein kleiner Tempel. Okay, hier ist ein Tempel. Ja, mitten im Park ist hier dieser Tempel. Schade, dass meine GoPro nicht mehr geht. Die könnte ich nämlich auf den Rutschen benutzen. Naja. Schnitzel. Und die da sind auch ganz cool. Die da hier finde ich am besten. Hier die Light Grüne mit dem Drop. Der Drop sieht gar nicht so schlimm aus, aber ist er. Also, damit wollte ich sagen, der Drop ist nicht zu unterschätzen. Da hinter mir ist eine Bar. Und hier ist super schön geschmückt. Was heißt geschmückt? Für Weihnachten geschmückt. Nein, also es ist voll schön. Hä, und wo kann ich jetzt was essen? Der Park kostet übrigens für Erwachsene 30 Euro. Für Kinder weiß ich gerade gar nicht. Bei manchen Rutschen muss man übrigens ein Minimalgewicht haben. Also ist es auch schon vorgekommen, dass ich zusammen mit anderen Menschen auf eine Rutsche musste. Also hier die gelbe zum Beispiel musste ich zusammen mit einer anderen Person fahren. Da sind überall Schilder, wo man langlaufen kann. Da geht's zu denen. Das ist auch wichtig. Da sind nochmal Locker und auch Toiletten. Und auch hoch zu den Waterslides da vorne. Die da hier sind für eine relativ steile, die da sind für den River und auch für die Grüne da hinten. Das ist auch interessant. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ziemlich alles gezeigt, aber ich habe immer noch nichts zum Essen. Ich warte jetzt auf mein Essen. Ich habe mir eine Granola Bowl geholt. Bin ich mal gespannt. Habe ich noch gar nicht in Bali gekauft. Ich bin wieder bei dem ersten Pool, den ich gezeigt habe. Der hat auch eine Bar. Die hatten nur eine einzige Bowl da, obwohl es eigentlich vier sind, die man, wo man hätte aussuchen können. Das war gerade die, die ich eigentlich nicht so gern gehabt hätte. Und es war viel zu viel und es war zu süß. Ich mache mein Handy jetzt wieder in die Locker und dann gehe ich wieder auf die Slides. So, ich bin gerade raus aus dem Wasserpark. Es ist, glaube ich, kurz vor 16 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie lange der Park aufhat, aber ich bin fertig. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich umgezogen und bin raus. Hallo. Ich melde mich auch mal wieder. Ich habe jetzt die letzten 3 oder 4 Tage waren's, gar nichts gemacht. Ich war nämlich krank. Hallo. Ich habe heute was gemacht, was schon immer auf meiner Bucketlist stand. Und zwar Surfen. Heute war das erste Mal, dass ich auf dem Surfbrett stand. Das ist so cool. Morgen und übermorgen auch nochmal. Ich habe gestern wieder mit Pretty Little Liars angefangen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, weil
Also es ist schon so viele Jahre her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Aber jetzt will ich ja immer weiter gucken. Weil auch wenn ich jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ich weiß es wieder. Ich wollte sagen, auch wenn ich Pretty Little Liars schon vor Jahren tausendmal durchgesuchtet habe, diese Serie macht süchtig. Und ich habe jetzt 2 Folgen geguckt und ich will jetzt schon wieder weiter gucken. Scheiße. Hallo, heute war meine 2. Surfstunde und es war schön. Morgen ist dann die 3. und letzte Surfstunde. Es geht so schnell. Hallo, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt 9 Monate geschafft, ohne irgendwie so richtig krank zu sein. Also so, ich hatte mal Halsschmerzen und was hatte ich noch? Ja genau, Halsschmerzen und Kopfschmerzen hatte ich. Das war das Allereinzige, was ich jemals hatte auf dieser Reise. Und jetzt genau, wo ich auf Bali bin, also ja, war ich halt so richtig krank. So gerade in Bali habe ich dann Bali-Belly. Diese Hunde sind ja so süß, die waren gerade alle im Wasser. Oh. Schon lange wieder nicht gemeldet. Jedenfalls bin ich gerade in Bandung, also immer noch in Indonesien. Ich hatte gestern einen mega langen Travel-Tag. Und zwar bin ich gestern von Bali nach Jakarta und von Jakarta nach Bandung. Und was ist hier heute schon wieder los? Es ist ganz viel Polizei und ganz viele Fotografen. Keine Ahnung. Letztes Mal, als es so war, ist der König in der Stadt gewesen. Schon mal hier und da sind ganz viele so Kinder in Schuluniform diese Rolltreppe runtergelaufen. Da vorne ist ein Kino. Sind die vom Kino gekommen? Ja, oder wahrscheinlich hier. Das hier ist wohl die Innenstadtstraße, aber ich glaube, es hat gerade geregnet und ich war aber in der Mall, ich habe es gar nicht gemerkt. Also es ist jetzt schon ein Tag später und diese Fotografen sind immer noch da, aber es sind auch Leute, also Locals, die sich fotografieren lassen. Also so wie ich das mitbekommen habe, sprechen die dich einfach an, fragen, ob sie Fotos von dir machen können und dann machen die Fotos.
So, heute gehe ich in die Trans-Studios. Keine Ahnung. Da hier. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ja. Also ich bin drin, es ist so ein bisschen weird, weil keine Menschen hier sind. Also so vielleicht so 3-4 Menschen. Aber es ist gut gemacht. Also dafür, dass es nur 12 Euro kostet. Niemand ist drin. Also das hier ist der Magic Corner. Es ist so... Ach, das ist Harry... Es fällt mir jetzt auf, dass es Harry Potter ist. Es ist so weird, dass halt einfach alles leer ist. Man muss zwar nicht anstehen für irgendwelche Rides, aber ganz alleine. War gerade so eine Geisterbahn-Ride und ich war da halt ganz alleine und ich bin wieder zurückgegangen. Ich möchte wenigstens, dass da noch irgendwelche anderen Menschen sind. Leider ist das hier nur am Wochenende und es ist ein Montag. Jetzt gibt es hier schon so wenig zu machen und jetzt ist es auch noch zu. Schade. Ich bin jetzt im Science Center gelandet. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das war, also es ist vergleichbar mit diesen Piraten, nein nicht Piraten, also dieses Piraten-Horrorhaus im Europapark, aber es hat noch viel, 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 viel mehr Horror. Und man ist alleine in so einem Zugwaggon und ich saß da so drin und ich so, scheiße, ich kann das nicht. Dann habe ich die vor mir gefragt, ob ich mit denen zusammen in einem Zug sitzen kann, weil ich so Schiss hatte. Geisterhaus bestimmt 1000 Kalorien verbrannt. Komm immer noch nicht drauf klar. Das ist auch so ein Park hier, wo die Fahrgeschäfte eher so versteckt sind. Also man sieht sie nicht auf den ersten Blick. Und mittlerweile sind doch ein bisschen mehr Menschen da. Um 13 Uhr gucken sich dann wahrscheinlich alle diese Show an. Vorhin bin ich Wasserbahn gefahren. Und es sah für eine ganze Weile so aus, als hätte ich mir in die Hose gepisst. Jetzt esse ich was und das da ist mein View. Die schreien ganz schön laut. Alter. Der Park, in dem ich drin war, schließt direkt an einer Mall an. Also da ist der Ausgang und hier ist gleich eine Mall. Was ich an den Buchläden in Asien nicht verstehe. Jedes Buch ist einzeln eingepackt in Plastik. Guck, sieht man das? Jedes fucking einzelne Buch. Warum?